unserer Zeit wird von globalen Trends wie der Digitalisierung, der Ressourceneffizienz oder auch der erhöhten Resilienz geprägt. Und die zunehmende Elektrifizierung, die man auch als All-Electric Society bezeichnet, ist eine technische Ausprägung davon. In Kombination mit dem heutigen Bestreben nach mehr Ressourceneffizienz werden bekannte und neue Technologien auf diese Energie- und Ressourceneinsparpotenziale untersucht. Und der Einsatz von Gleichstrom in industriellen Netzen und auch als Teil von sogenannten Smart Grids auf allen Spannungsebenen wird heute wieder neu diskutiert. Entgegen der Annahme, Thomas Edison habe vor 130 Jahren den Stromkrieg gegen Nikola Tesla verloren, erlebt heute Gleichstrom wieder eine Renaissance. Der Einsatz dieser Strom- und Spannungsform wird heute neu gedacht und bietet die Chance, die Ressourceneffizienz in industriellen Netzwerken und in Fabriken zu verbessern. Das erfordert aber, dass wir weitere technologische Entwicklungen machen und auch und vor allem die Zusammenarbeit in internationalen Verbänden stärken und auch die enge Kooperation von Industrieunternehmen fördern. Und ich freue mich besonders darauf, Sie beim DKE Innovation Campus 2024 mit auf die Reise zu nehmen, seit der Entdeckung des Gleichstroms bis zu der neuen Diskussion Stand heute.